die Fans und die Spieler leben halt Eishockey, sie leben Eishockey. Bei uns ist es aus dem Herzen. Das Mannheimer Eisstadion ist für eine neue Saison gerüstet. Eintritt war damals 30 Pfennig. Bei Mannheims Sportfreunden dreht sich jetzt alles wieder um diese Scheibe. Bei unseren Spielern haben wir immer auf gut Deutsch volle Hütte gehabt. Ja. Und so wie haben wir gesagt, Batscher, Lorenzo Batscher. Ja. Ich habe da mit ihm eine Schlägerei gehabt, habe aber das Glück gehabt, dass ich durch Zufall auf ihm sitzen durfte. Der war unten drunter und ich habe dem als den Kopf so aufs Eis gebummt. Im letzten Jahr kam die Mannschaft über einen enttäuschenden vierten Platz nicht hinaus. Weil wir haben alles verloren. Und da sind wir ja mit einem Punkt am Schachstuhl. Und dann haben wir ja Verstärkung gekriegt. Dann ist das Interesse losgegangen an dem Mannheimer ERC. Für den MERC kann die Jagd nach Puck und Punkten wieder beginnen. Kurt Sepp. Er wurde zum neuen Trainer berufen. Ein 11:1-Sieg gegen Schwenningen ebnete den Weg in die Oberliga. Bei den Begriffen Mannheim und Sport heißt für viele der gemeinsame Nenner wieder Eishockey. Ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir es vielleicht schaffen können. Mit Heinz Weisenbach an der Bande holt der MERC den ersten Titel nach Mannheim. Mannheim heute deutscher Meister, das ist die Frage. Die Scheibe ist drin, da war sie, die Meisterschaft. Der deutsche Meister heißt Adler Mannheim. Und jetzt ist es aus, jetzt ist es aus. Die Mannheim Adler sind deutscher Meister 1999. Zum dritten Mal in Serie. Mannheim kann. München muss. Kennedy holt das Anspiel und der hat das Tor für Mannheim. Und Mannheim ist deutscher Meister 2001. Alle Adler fliegen hoch. Die letzten Sekunden. Nochmal Schuss und Tor. Ausgleich. Eine Sekunde vor Ende der Partie. Ja, gibt's das. Liebe eisige Freunde, es ist angerichtet. Oh!
meine Freunde, hinter sich kommen! Deutscher Meister 2007 sind die Adler Mannheim! Playoff Hockey is hockey in its purest form. Der nächste Treffer, egal wann er fällt, zählt. Marcel Gottsch. Und da ist das Tor, da ist die Entscheidung, da ist die Meisterschaft.